Okay, also du musst runter auf jeden Fall. Ich dachte, wir gehen mal richtig ab. Wieso gehst du nicht ab? Darf ich vorstellen, das hier ist heute Mrs. Mondgesicht. Das ist ja wirklich Mondgesicht, weil sie ist einfach komplett weiß im Gesicht. Aber du bist auch ein bisschen krank. Ja, ich bin krank. Sie ist deswegen ein bisschen blass. Guck mal, ich stimme mich schon mal ein bisschen drauf ein. Boah, ich kann. Boah, bist du fett. Also guck mal, wie rot jetzt mein Kopf ist im Vergleich zu deinem. Guck mal einfach dieser Farbunterschied. So rot wie mein Lippenstift. Okay, sag mal, was wir heute machen. Wir drehen heute ein. Couple. Okay, geh lieber weg, du siehst viel zu schlimm aus. Also wir haben beim letzten Mal haben wir ja schon Couple-Bilder quasi nachgestellt hier vorne. Das heißt, von irgendwelchen süßen Couples, Jungs, Mädels, haben wir die Bilder nachgestellt. Und das gleiche machen wir heute, nur machen wir das mit Tier-Couples, weil ihr euch das gewünscht habt und weil wir dachten, irgendwie ist es einfach eine voll geile Idee, das zu machen. Deswegen, sie kennt die Bilder noch gar nicht. Ich habe jetzt 6 Tier-Couples rausgesucht. Die werden wir nachstellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt, auf noch einen Teil. Und zwar auf Insta-Teenie-Love-Couple-Bilder nachstellen. Ihr wisst, was ich meine. Also gebt einen Daumen nach oben, Freunde. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Okay, bist du bereit für das erste Bild? Ja. Es ist das hier. Voll süß, oder? Und übrigens sind wir heute mit 2 Kameras unterwegs, sodass wir uns auch alle ganz genau beobachten können, was jetzt genau abgeht. So, wer ist jetzt welcher, sag mal? Also bin ich? Du bist der Große. Der Große vorne? Ja. Okay, ich bin der Fette vorne. So, er hat seine Beine so ein bisschen gebreitet. Und jetzt musst du... Die Kamera muss noch weiter nach unten. Fällt mir gerade auf. Ist das dein Fuß da unten? Nee. Okay, du musst deine eine Hand hier so drüber machen. Ja. Wo guck ich hin? Gucken beide so nach rechts zur Seite. In die andere Richtung. Ah, in die Richtung? Okay. Okay, okay, let's go. Und Freunde, wir kommen zu Bild Nummer 2. Bild Nummer 2 wird nämlich jetzt das hier. Okay, kein Plan, wie wir das umgesetzt kriegen. Okay. Ich muss mich also auf deinen Kopf. Nein. Ich gehe auf deinen Kopf, ich bin die Maus. Du bist der Rottweiler. Hä, ist doch klar, oder Leute? Ist doch klar. Also leg du dich auf den Boden. Nee. Also der liegt so ein bisschen so zur Seite. So. Wie soll ich denn meinen Schwanz da hinten rauskriegen? Okay. So, du musst jetzt so drüber legen über meinen Kopf. Okay. Hast du? Ja. Das hält, meine Freunde, das hält einen auf jeden Fall in Form. Aber ich würde sagen, wir kommen auch schon zum nächsten Bild, oder? Bist du bereit? Ja. Jetzt sind wir erst warm geworden. Okay, komm, wir machen, kennst du das? Bei Müllers hat's gebracht, bam, bam, da bin ich hingerannt, bam, bam, da stand die Feuer. Nee, da stand, ah, scheiße. Keine Ahnung. Okay, Freunde, das nächste Bild ist das hier. Ups, sorry. Ah, guck mal, aber das sind nochmal so süße. Die sind richtig süß, oder? Guck mal. Das sind voll die guten Freunde. So Leute, dann bleiben wir bei der Kamera hier. Es geht nicht anders. Okay, komm her. Das ist so süß. Ja, so, du hältst mich fest, ja? Du hältst mich fest. Und dann guckst du, ich schnupper so an dir und du so zur Seite, okay. Auf jeden Fall war das auch wieder richtig süß gerade. Ich finde, Tierkappels nachstellen ist fast einfacher als Menschenkappels nachstellen beim letzten Mal, oder? Auf jeden Fall, Freunde. Aber es warten auch auf jeden Fall gute Tierkappels auf uns. Okay, jetzt das nächste. Bist du bereit? Ja. Okay. Hallo meine Freunde. So, wir müssen jetzt mit der Nase aneinander, wie die Elefanten. Und unsere Nasen müssen sich so verbinden. Okay, bist du bereit, kleiner Elefant? Willst du nach da gehen? Okay. Okay, wir kommen zum nächsten Tierkappel und da ist es das hier. Ja. Bist du bereit dafür? Guck mal, hier, das bist du ein bisschen zur Seite hier, so. Ja, so. Und ich bin oben, ne? Okay. Also das war dann, würde ich sagen, sehr überzeugende Pinguin. Das sah gut aus, 100%ig. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall schwer, den Unterschied zwischen dem Originalbild und uns zu sehen. Also ich meine, where's the difference? So Freunde, jetzt kommen wir zum finalen und geilsten Bild meines Erachtens. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst und bin auch mal gespannt, wie wir das umsetzen wollen. Let's go! Okay, Freunde. So, okay, also du musst runter auf jeden Fall. Leise, warte mal. Alter, den Blick von dem! Schreibt einen Kommentar, wenn ihr Bock habt, dass wir demnächst nicht ein Teenie-Bilder-Dings machen, sondern ein Tierpaarungs... Tierpaarungen nachstellen. Okay. Okay, warte mal. Okay, dann warte mal, geh mal rüber, bist du noch? So. Der macht so, ich gehe ein bisschen runter, so. Und dann du musst weiter runter. Du musst weiter runter, ja. Und ich, so.
mein Gott. Leute, ich würde sagen, das war ein sehr verrücktes Tier-Couple-Bilder nachstellen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt sehr gerne einen Daumen nach oben. Richtig? Ja. Und dann kommt hier der nächste Teil. Und das war's von uns. Euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao, Freunde.